Hallo, ich bin's, der Jens, euer Tradermacher, und heute geht es um das Thema Futures. Also, was ist überhaupt ein Future? Wenn man das Wort Future mal übersetzen würde aus dem Englischen heraus, dann heißt das ja Zukunft. Und genau das ist es nämlich. Ein Future ist ein Börseninstrument, was auf eine Wertentwicklung in der Zukunft abzielt. Wir können das vielleicht am einfachsten mit einer Ware erklären, also beispielsweise mit Getreide. Stellt euch einfach vor, ihr möchtet Getreide kaufen, also Weizen oder Sojabohnen oder sonst irgendetwas. Und weil ihr einfach erwartet, ihr seid von mir aus eine Großbäckerei oder arbeitet für eine Großbäckerei, und ihr erwartet einfach, dass der Preis für Getreide in den nächsten Monaten ansteigen wird. Momentan habt ihr genug Getreide, ihr braucht eigentlich keins, aber ihr denkt, Mensch, in 6 Monaten könnte Getreide deutlich teurer sein. Dann könnt ihr über einen Future euch den aktuellen Preis für die Zukunft sichern. Das heißt, ihr könnt hingehen, könnt sagen, okay, ich kaufe heute einen Future zum aktuellen Preis, und wenn dann Weizen zum Beispiel im Preis steigt, dann könnt ihr diesen Future in der Zukunft zu einem deutlich höheren Preis verkaufen und könnt eben die Differenz verdienen. Und das kann man natürlich nicht nur machen aus Grund der Absicherung, so wie ich es jetzt beschrieben habe, sondern auch natürlich das, was wir machen, nämlich aus Spekulationsgründen. Jetzt wollen wir an der Stelle mal nicht drüber reden, ob die Spekulation mit Lebensmitteln sinnvoll ist oder nicht. Da hat jeder seine eigene Meinung. Aber wir können ja auch über Öl reden, oder es gibt auch Futures auf Gold, es gibt Futures auf Indizes, auf Währungen und so weiter und so fort. Was ist für einen Trader der Vorteil und gleichzeitig der Nachteil von Futures? Wenn du einen Future hast, dann ist das im Grunde ein sehr, sehr großes Instrument. Also wenn wir mal hergehen und nehmen zum Beispiel einen Future auf Erdöl, das sogenannte Crude Oil, was in den USA gehandelt wird, dann bedeutet das, wenn du den Preis hörst, der Öl-Future steht bei $50, dann heißt das allerdings $50 pro Barrel. So, und ein Barrel, das sind glaube ich so um die 160 Liter, so ein Future beinhaltet aber nicht nur ein so einen Barrel, sondern der beinhaltet 1000 Barrel. Und das heißt also, du bewegst, wenn du einen Future kaufst, eben einen Wert von $50.000. Das Schöne ist, dass du für so einen Future nicht die ganzen $50.000 hinterlegen musst, sondern nur einen Teil, die sogenannte Margin. Margin ist nichts anderes als eine Sicherheitsleistung. Und diese Sicherheitsleistung ist oftmals nur wenige Prozent des eigentlichen Wertes. Das heißt also beispielsweise beim Crude Oil vielleicht $4.000. So, das heißt aber natürlich auch, dass die Wertentwicklung auf den gesamten Preis angesetzt wird, also auf den gesamten Wert des Futures und nicht nur auf diese Margin. Und das bedeutet eben, wenn du jetzt, du hast $4.000 Margin hinterlegt, hast einen Crude Oil Future gekauft. So, jetzt angenommen, Crude Oil wird 10% teurer, das heißt, steigt von 50 auf 55. Dann gewinnst du $5.000, denn dein Kontraktwert ist von 50.000 auf $55.000 angestiegen. Du hast nur $4.000 Margin hinterlegt, hast jetzt auch $5.000 Gewinn gemacht, das heißt, du hast bezogen auf deine Margin, auf das sogenannte Return on Capital, hast du über 100% Gewinn gemacht. Das ist natürlich sensationell und das ist natürlich Hebel. Aber Hebel ist natürlich auch etwas, was in die andere Richtung wirkt. Das heißt, wenn Crude Oil jetzt 10% verliert, und wir haben erlebt, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dann wirst du eben auch $5.000 verlieren. Und das heißt, du hast $4.000 hinterlegt und hast jetzt quasi einen Totalverlust. Und allein aus dieser kleinen Geschichte heraus, aus dieser kleinen Begebenheit heraus, lässt sich ableiten, für wen Futures geeignet sind und für wen nicht. Futures sind ein hervorragendes Instrument für all diejenigen, die große Konten haben. Das heißt, wenn du aus meiner Sicht heraus, andere sehen das vielleicht ein bisschen anders, aber ich achte immer sehr aufs Risiko, wenn du ein Konto hast, was kleiner ist als 50.000 Euro, dann solltest du die Finger vom Future-Handel lassen. Weil einfach das Risiko in den meisten Fällen zu groß ist. Es gibt so Mini-Futures, die sind ein bisschen kleiner, aber um es mal pauschal zu machen,
Wenn du weniger als 50.000 Euro hast, handel bitte keine Futures. Dann sind sie einfach, dann ist der Hebel einfach zu stark und jede kleine Bewegung würde dich oder zu große Verluste würde es einfach bringen. Ja? Also du kannst es einfach nicht erlauben, dass du mit einem Trade 10% deines Kontos verlierst. Das ist einfach zu viel. Und deswegen, ich habe ganz oft Leute gesehen, die haben 10.000 Euro auf ihrem Konto, haben Future gehandelt und dann kommen mal ein, zwei Trades, die nicht so laufen und dann ist das Konto platt. Das liegt aber eben, wie gesagt, nicht am Future, das liegt auch nicht an der Entwicklung, sondern das liegt einfach am zu großen Hebel. Und deswegen Futures an sich ein sehr, sehr gutes Instrument. Ich handle auch selbst sehr gerne Futures, aber du musst eben Geld haben. Wenn du kein Geld hast, dann ist das prinzipiell nichts Schlimmes, aber dann musst du eben auf andere Instrumente zurückgreifen. Okay? Das war's für heute. Ich bin's, der Jens, euer Tradermacher. Schaltet wieder ein demnächst hier auf unserem Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Servus. Wenn du wissen willst, wie Trading wirklich funktioniert und wie ein wirklicher Trader seinen Tag verbringt, wenn du lernen willst, was man als Trader machen muss, um langfristig erfolgreich zu sein, dann abonniere jetzt meinen Kanal hier auf YouTube und wir sehen uns dann fast täglich und ich zeige dir meinen Alltag.